Dieser Bauer sucht Frau-Kandidat kam den Zuschauern irgendwie bekannt vor. In der 18. Staffel der Kuppelshow mit Inka Bause, 53, versucht unter anderem Ammenkuhhalter Jörn sein Glück. Beim Scheunenfest begegnete er Patricia, und prompt war es direkt um seine Bewerberin geschehen. Die Blondine war sich schon am ersten Tag sicher, in dem Landwirt den perfekten Mann für sich gefunden zu haben. Von so viel Euphorie waren die Zuschauer irritiert, und noch etwas stach ihnen ins Auge, Jörn erinnert die Fans stark an den Comedian Martin Maddenschneider. Auf Twitter wurde die Ähnlichkeit zwischen dem 49-Jährigen und dem Komiker, der für seinen großen Mund und seine langsame Art bekannt ist, schnell zum Thema. So, bin da. Gibt es schon Tweets darüber, dass der Typ aussieht und redet wie Maddenschneider? Wunderte sich ein User zu Beginn der Dating-Show. Und davon gab es bereits allerhand. Cool, Maddenschneider auch dabei, witzelte ein Nutzer. Ein anderer findet sogar, Jörg sei eine Mischung aus dem Entertainer und Bauer sucht Frau-Kultkandidat Uwe Abel, 52. Was künftig noch von Jörg zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Doch auch der Hesse scheint bereits hellauf begeistert von seiner Hofdame zu sein. Ich hätte das nie gedacht, dass ich mich überhaupt so schnell nochmal verlieben kann. Das war wie ein Blitzschlag, kann man sagen, schwärmte er in der RTL-Sendung von seiner Patricia.